Ja, hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen bei der Filmfloh. Ja, ich habe hier eine Blu-ray-Edition, die wahrscheinlich schon jetzt einer der Highlights 2023 ist, hier auf dem Kanal. Das Ding, das ist richtig schwer. Das wollte ich euch eigentlich jetzt vorstellen, aber ja, es ist ein Thema dazwischen gekommen, was mich doch massiv heute geärgert hat und über dieses Thema wollte ich als erstes mit euch sprechen und das hier, das gibt es aber versprochenerweise dann im nächsten Video. Und zwar geht es wieder mal um die Veröffentlichungspolitik verschiedener Labels. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das Ganze hat wieder einen traurigen Tiefpunkt bekommen, beziehungsweise ein neues Level an Traurigkeit und darüber möchte ich heute mal mit euch sprechen. Ja, ihr Lieben, ich habe mich mal ein wenig erkundigt, was demnächst alles auf DVD und Blu-ray erscheint. Und DVD und Blu-ray, das ist der springende Punkt, denn Universal Pictures, die haben ihre Neuheiten bekannt gegeben und dabei war unter anderem Megan, der Horrorfilm mit der Horrorpuppe und der zweite Teil von Der gestiefelte Kater, beides Filme, die sehr, sehr erfolgreich angelaufen sind, ob jetzt hierzulande oder im Ausland jetzt mit Megan. Und ja, ich bin ein wenig enttäuscht, denn Universal Pictures wie diese beiden Filme, das zumindest zum jetzigen Zeitpunkt dieser Aufnahme, nicht als 4K UHD auf den Markt bringen, sondern nur als DVD und Blu-ray. Und bei solchen Filmen, die schon sehr, sehr erfolgreich dann im Kino schon teils angelaufen sind, da frage ich mich, warum kriegen wir das als Sammler nicht? Ja, warum gibt es keine 4K UHD? Warum kommt man mit dem Argument, ja, wenn ihr das Ganze in 4K UHD sehen wollt, dann schaltet doch zum Beispiel auf unserem Streamingdienst ein. Denn dort wird das Ganze dementsprechend verfügbar sein, in 4K, in bester Auflösung, zum Leihen oder halt auch zum Kaufen. Und ich musste da so ein bisschen drüber nachdenken. Zum einen, weil Universal Pictures nicht die einzigen sind, die solche Pläne haben, sondern ich das Gefühl habe, dass 2023 jetzt wieder eine neue Stufe erreicht ist an Traurigkeit, was einfach uns betrifft, uns Sammler und den dementsprechenden Sammlermarkt. Denn dasselbe hatte ich schon gesehen bei I Wanna Dance with Somebody, ein Film, der dementsprechend nachempfunden ist, was das Leben von Whitney Houston betrifft. Denn auch dieser Film wird nicht als 4K UHD erscheinen, sondern dementsprechend nur als Blu-ray. Und das ist halt wirklich sehr, sehr schade, weil gerade zum Beispiel solche Filme wie I Wanna Dance with Somebody, die halt dementsprechend von dem besten Ton auch zum Beispiel leben, was halt Dolby Atmos betrifft, die hätte ich dann auch zusätzlich gerne mit dem besten Bild. Und das ist halt dementsprechend 4K UHD. Und ja, es ist halt wirklich sehr, sehr ärgerlich. Und eine Firma, die das Ganze halt dementsprechend ja noch trauriger gestaltet, das ist Sony Pictures. Denn die haben jetzt angekündigt, diverse Filme, auch neue Filme, nicht mehr als Blu-ray zu bringen, sondern wirklich nur noch als DVD. Ist das Ihr Ernst? Ja, und da gehören dann Filme bei, wie zum Beispiel The Woman King, wo ich denke, das wäre auf jeden Fall ein Film gewesen, den wir alle gerne ja auch in besserer Qualität wie DVD gehabt hätten. Oder halt zum Beispiel Buddies, 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 der ebenfalls nur auf DVD erscheint. Ich sage immer nur, weil natürlich gibt es immer noch Leute, die sagen, hey, die DVD, die reicht mir komplett in der Auflösung. Ich bin auch komplett zufrieden mit der DVD. Also solche Meinungen möchte ich dementsprechend auch respektieren. Und das sei auch jedem gegönnt, der sagt, hey, das ist vollkommen in Ordnung für mich. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich Leute, die sich auch einfach gewünscht hätten, den Film dementsprechend ja, an ihrem Equipment dementsprechend zu schauen. Sei es jetzt zum Beispiel ein Fernseher, der halt eine 4K-Auflösung kann, beziehungsweise eine Full-HD-Auflösung. Und da wäre definitiv auch schön, wenn man dann dementsprechend die Wahl hätte von den Labels, eine 4K UHD oder eine Blu-ray zu kaufen. Ja, wie gesagt, ich habe da so ein bisschen über das Thema nachgedacht, vor allem, weil es diese Filme ja dementsprechend in den Kinos in besserer Qualität gibt, beziehungsweise spätestens in den Streaming-Diensten, wo ihr das Ganze halt in maximal 4K sogar dementsprechend schauen könnt. Und das war so ein bisschen der Punkt, wo ich so ein bisschen drüber nachgedacht habe. Und es ist halt wirklich so, ich meine, was haben wir Sammler schon alles erlebt? Ja? Ich meine, man hat ja immer
mit den Jahren fast schon von der Industrieseite aus versucht, uns das Hobby so ein bisschen madig zu reden. Ja, beziehungsweise hat man sehr viel dafür getan, dass man dementsprechend die Streaming-Dienste abonniert. Das unter anderem natürlich mit so Sachen, dass man gesagt hat, hey, da werden exklusive Deals abgeschlossen. Das ist das Ganze zum Beispiel nur bei dem und dem Anbieter im Streaming gibt und das Ganze dann gar nicht mehr als Scheibe dementsprechend veröffentlicht wird. Dann kommt natürlich noch der Hardware-Faktor dazu. Das ist diverse Abspielgeräte, Fernsehgeräte oder Beamer zum Beispiel gar nicht mehr in der Form gibt, dass man diverse Sachen abspielen kann. Ja, ich denke da halt zum Beispiel hier an die 3D Blu-ray, wo ich ja immer noch ein sehr, sehr großer Freund von bin und tatsächlich bis heute auch, und hier der Film, der war hier definitiv einer meiner letzten Updates, immer noch das Ganze gerne kaufe und dementsprechend unterstütze, weil ich halt wirklich immer noch ein Freund des 3D-Mediums bin. Ja, und die 3D Blu-ray, die ist halt so ein Medium, das immer mehr verdrängt worden ist, zum Beispiel halt durch Fernsehgeräte, die halt dementsprechend keine 3D-Funktion mehr haben. Die letzten OLEDs zum Beispiel, die halt auch eine 4K-Auflösung hatten, wie aber auch eine 3D-Auflösung, die sind unter anderem 2016 gewesen. Diese Geräte sind mittlerweile sogar relativ hoch gehandelt, aber haben natürlich dann auch immer wieder das Risiko, dass sie verschiedene Fehler haben, wie zum Beispiel bei den OLEDs ein Burn-in, weil halt letztendlich die Technik zu dem Zeitpunkt noch nicht so gut war, wie sie heute ist unter anderem. Ja, bei der Blu-ray und 4K UHD, da haben wir zum Glück noch dementsprechend die Abspielgeräte, die sich immer noch auf dem Markt befinden. Auch wenn man sagen muss, dass diese halt seit einigen Jahren schon nicht mehr geupdatet werden, beziehungsweise auch keine neuen Geräte mehr erscheinen. Früher hatte man ja dementsprechend immer jedes Jahr meistens neue Player. Seit einigen Jahren ist das mittlerweile nicht mehr der Fall. Wobei ich sagen muss, solange es noch eine Verfügbarkeit gibt, ja, muss man dementsprechend keine Angst haben. Auch wenn ich sagen muss, dass die Verfügbarkeit selber mittlerweile immer knapper wird. Ich habe das so ein bisschen an meinem letzten Panasonic Player gemerkt, den wir uns als Zweitgerät halt dementsprechend angeschafft haben. Und ja, der war halt auch dementsprechend nicht mehr bei allen Händlern zu bekommen. Von daher, da sollte man definitiv auch ein bisschen ein Auge drauf haben. Also falls ihr sagt, hey, ich habe irgendwie einen Player, der nicht mehr so gut funktioniert und sollte mir vielleicht dementsprechend einen neuen kaufen, greift da vielleicht eventuell zu. Ja, aber ich habe mir halt wirklich die Frage gestellt, warum macht man das? Warum bietet man wirklich im schlimmsten Fall dann nur noch die DVD-Qualität an und das halt wirklich bei komplett neuen Filmen, die gerade erst in den Kinos angelaufen sind? Und ja, die Antwort war für mich einfach, dass man halt wirklich versucht, uns Sammler quasi vom physischen Medium komplett wegzubringen. Denn eins der Argumente von uns Sammlern ist ja wirklich, dass man sagt, hey, man hat halt einfach, gerade was den Ton betrifft, den Film am besten vorliegen auf dem physischen Medium in bester Bild- und Tonqualität. Und da kann Streaming teilweise noch nicht so wirklich mithalten. Also geht man vielleicht als Label hin und sagt, hey, dieses Argument, das hebeln wir so ein bisschen aus. Wir bringen dann halt einfach nur noch die DVD. Und ja, wer halt 4K schauen möchte oder einfach eine bessere Qualität haben möchte, der schaut dementsprechend auf unserer Streaming-Plattform vorbei. Ja, und da habe ich halt wirklich nachgedacht, so, was bringt das zum einen eigentlich? Ich meine, wir wissen natürlich, dass immer mehr Wert auf Streaming gelegt wird, aber was bringt es uns wirklich, von diesem Medium komplett wegzubringen? Und das ist natürlich auch zum einen, dass ihr halt die Streaming-Dienste abonniert, aber dass ihr euch auch zu einem gewissen Level dementsprechend abhängig macht von den verschiedenen Anbietern. Denn zum einen haben sie dann Einfluss auf das, was ihr konsumieren sollt, sprich, sie können das Ganze auch im Nachhinein noch zensieren oder sie können sagen, hey, wir bestimmen letztendlich die Inhalte und schauen, was ihr schaut. Und ja gut, bei dem physischen Medium gibt es diese ganzen Möglichkeiten halt dementsprechend nicht. Und ihr sollt halt dementsprechend eine gewisse Abhängigkeit haben, denn ihr seid dann halt wirklich davon abhängig, was auf der Streaming-Plattform zu sehen ist oder was halt eben nicht. Wenn man ein bisschen in die Videospielbranche schaut, dann ist die Industrie da tatsächlich schon sogar einen Schritt weiter, denn dort gibt es immer mehr die Ansicht, dass man kein Laufwerk mehr benötigt, dass man die Spieler dementsprechend runterlädt und man muss sagen, die Industrie tut auch so einiges, um das dem Kunden dementsprechend schmackhaft zu machen. So gibt es zum Beispiel für viele Spieler einen Vorabzugang mit 72 Stunden vorher spielen und so weiter und da kommt vielleicht der eine oder andere schon in Versuchung, der natürlich sehr, sehr heiß auf den Titel wartet, den er sich da dementsprechend gekauft hat und geht dann halt dementsprechend zum Download. Und zum einen
könnt ihr quasi, während ihr ja, das eine spielt, schon quasi den nächsten Download irgendwo starten, ohne ständig irgendwie die Disk zu wechseln, und könnt dementsprechend auch ganz bequem einfach die Spiele im Menü wechseln, ohne jedes Mal aufzustehen. Ein Beispiel, was die Abhängigkeit betrifft, das ist mir auch im Videospielsektor aufgefallen, und das betrifft das Spiel Cyberpunk. Ja, Cyberpunk, das ist damals ziemlich verbuggt und mit vielen Fehlern auf den Markt gekommen, und trotzdem konnte man natürlich als Käufer des physischen Mediums entscheiden, möchte ich das Ganze trotzdem spielen oder warte ich da lieber auf die Updates, die dann ja auch gekommen sind. Und ganz anders sieht es dann aus, wenn man das Ganze als Download erworben hat, oder wollte, denn Sony, die haben entschieden, hey, wir möchten dieses Spiel nicht so fehlerbehaftet dementsprechend in unserem Store haben und haben das Ganze dementsprechend aus dem Store rausgenommen. Ja, und jetzt kann man natürlich sagen, hey, ist doch in Ordnung oder auch nicht, aber ihr versteht, was ich meine. Letztendlich hat Sony entschieden, dieses Spiel gibt es jetzt nicht mehr für euch. So, und das meine ich nämlich, ihr habt keine Möglichkeit mehr. Ihr seid abhängig von der Industrie, von einer Firma, die das Ganze auf ihrer Plattform anbietet oder eben nicht. Ein weiterer bitterer Beigeschmack, was das Thema Abhängigkeit betrifft, ist die Preisgestaltung. Sicherlich gibt es gerade im Streaming immer wieder ganz, ganz tolle Angebote und es wird auch immer eifrig gelockt mit 99 Cent Angeboten und so weiter. Natürlich dienen diese Angebote einfach auch der Aufmerksamkeit, dass man dementsprechend seinen Blick in Richtung Streaming dementsprechend richtet, und man sieht es ja auch an verschiedenen Portalen, wie zum Beispiel Netflix oder Amazon Prime, die halt trotzdem immer teurer werden. Denn ja, eine gewisse Neugier, die ist ja schon dementsprechend da und viele Abonnenten dementsprechend auch. Und so kann man sich natürlich als Streaming-Anbieter immer mehr erlauben, in die Richtung Gewinne zu gehen und dementsprechend die Preise zu erhöhen. Und irgendwann, ja, und man sagt ja, Konkurrenz belebt das Geschäft, gibt es halt keine Konkurrenz mehr, beziehungsweise ist dieser Mitbewerb ziemlich einseitig gestaltet, und dann kann man sich ein gewisses Monopol erlauben, was dann dementsprechend die Preise irgendwann ziemlich in die Höhe treiben wird. Und das, muss ich sagen, wird vielleicht dann irgendwann mal der Fall sein. Und es gibt halt zum Beispiel auch nicht mehr die Möglichkeit, ja, zum Händler eures Vertrauens zu gehen, wo ihr zum Beispiel ein Schnäppchen im Regal liegen seht. Denn auch Händler brauchen immer mal wieder Platz in den Regalen, wollen dann vielleicht das eine oder andere loswerden, wo man halt zum Beispiel auch in verschiedenen Gruppen, was Social Media betrifft, das ein oder andere Schnäppchen sieht. Ja, wo Filme einfach mal in die Schütte landen für 1-2 Euro. Ja, und ja, solche dementsprechend Freudenschnäppchen, die werdet ihr dann vielleicht irgendwann auch mal nicht mehr machen können. Ja, aber wie könnte das Ganze im DVD- und Blu-ray-Sektor eigentlich jetzt weitergehen? Und ich habe so ein bisschen rumgesponnen und dachte, hey, ein Argument ist doch auch unter anderem von uns Sammlern, dass man die Filme schauen kann, wann immer man möchte, ohne dass man Internet benötigt. Und ich habe gedacht, stellt euch vor, sie würden das auch noch irgendwie lösen, indem sie da irgendwie sagen, hey, da bauen wir eine Sperre ein oder ähnliches. Ja, was sich jetzt so im ersten Moment so ein bisschen verrückt anhört, muss ich sagen, ist eigentlich gar nicht so realitätsfern, denn auch da komme ich wieder kurz zum Videospielbereich, denn dort ist es mittlerweile so, dass viele Spiele gar nicht mehr auf der Disk dementsprechend vorhanden sind. Die Disk, die selber ist quasi nur noch ein Verzeichnis, wo ihr ganz viele Dateien letztendlich noch benötigt, um das eigentliche Spiel überhaupt spielen zu können. Und ja, sei es durch gewisse Updates oder dass ihr halt wirklich nur einen Teil des Spiels auf der Disk selber habt. Und das hat mich so ein bisschen dann auch wieder nachdenklich gemacht, und ich glaube, technisch wäre das auch nicht unmöglich, zumindest bei kommenden Filmen zu sagen, ja, es ist tatsächlich nicht der ganze Film auf der Disk, ihr müsst das Ganze übers Internet erstmal freischalten oder sogar zusätzliche Dateien runterladen. Sollte das wirklich kommen, wäre das wirklich, glaube ich, so mit das Traurigste, was tatsächlich uns Sammlern passieren könnte. Denn dann würden vielleicht ganz viele sagen, hey, dann ist für mich das physische Medium vielleicht komplett gestorben. Und dann kann ich halt dementsprechend direkt das ganze Stream, anstatt erst irgendwelche Dateien, ja, freizuschalten, runterzuladen, um den Film überhaupt zu sehen. Ja, im Nachhinein habe ich so ein bisschen darüber nachgedacht, wie immer mal wieder die Industrie versucht hat, eigentlich Einfluss auf unser Sehverhalten auszuüben. Und ich wusste, irgendwas war da. Irgendwas so vor 10, 12 Jahren. Und ja, tatsächlich ist mir da was eingefallen. Und zwar in dem Moment, wo man noch versucht hat, die Blu-ray zu pushen. Ja, die Blu-ray, die ist ja nicht so richtig
quasi ins Rennen gekommen. Ja, man hat da versucht, mit verschiedenen Werbekampagnen zu arbeiten. Ich erinnere mich damals noch an eine Werbung von einem großen elektronischen Kaufhaus, wo ja, zwei Kunden durch die Regale gegangen sind und haben gesagt, hey, Blu-ray, 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 wer ist denn dieser Blu-ray? Blu-ray, der Typ soll richtig cool sein. Der Typ, Blu-ray, Schauspieler. Wo hat denn der überall mitgespielt? Guck mal, der spielt überall mit. Ah, überall. Ja, war damals auf jeden Fall recht witzig für viele. Und ja, es gab dann aber noch eine Sache. Und zwar hat man damals versucht, die Blu-ray zu pushen, indem man gesagt hat, hey, die vielleicht vermeintlich bessere Fassung, beziehungsweise einen Extended Cut, den gibt es nur auf der Blu-ray. Ja, erinnert ihr euch vielleicht noch daran? Das muss so um die 2010 herum gewesen sein. Damals gab es dann ganz viele, ja, Extended-Fassungen nur auf der Blu-ray und gar nicht auf der DVD. Auf der DVD, da war dann meistens nur die Kinofassung, was ja nicht unbedingt schlechter sein muss, aber die Extended-Version, die gab es dann zum Beispiel nur auf der Blu-ray. Ja, und so hat man auch damals schon versucht, so ein bisschen Einfluss auf unsere Sehgewohnheiten auszuüben und ja, schauen wir mal, wo dementsprechend die Richtung hingeht. Wie gesagt, ich bin, glaube ich, auch einer wirklich der wenigen, die hier wirklich das 3D-Medium weiterhin nutzen, weiterhin sammeln, dem Ganzen hinterherjagen. Und ja, dafür gehe ich auch gerne hin und mache gerne den einen oder anderen Import. Ja, sei es zum Beispiel aus Australien oder aus Japan, schaue die Filme dann zum Beispiel auch im Englischen. Und nichtsdestotrotz habe ich da trotzdem immer noch sehr, sehr viel Spaß dran, die Filme dann zum Beispiel in 3D zu erleben. Und ja, es kommt dann trotzdem auch, gerade weil es diese Version dann teilweise nur noch irgendwo verstreut in der Welt gibt, dieses Sammelgefühl so ein bisschen aus, dieses Schnäppchen und Jagen. Ich weiß nicht, ihr kennt es vielleicht so ein bisschen. Erinnert mich so ein bisschen auch so ein bisschen an die, ja, damaligen Filmbörsen, wo es viele Filme gab, die es heute sogar teilweise als FSK 16 Version zum Beispiel gibt. Die gab es dann zum Beispiel halt nur auf Filmbörsen, ja, als indizierte Ware. Ja, das ist halt auch das, was den Sammler so ein bisschen treibt. Einfach mal so ein Schnäppchen machen, einfach mal jagen. Und ja, das sind halt Sachen, die dementsprechend mit dem Download auch völlig, ja, irrelevant werden. Aber genug geredet, ihr Lieben. Ja, schreibt mir gerne hier unten in die Kommentare, wenn ihr Lust habt, was ihr von dem Thema denkt. Denkt ihr wirklich hier, ja, hier ist ein systematischer Plan, quasi das physische Medium zu zerstören? Oder sagt ihr, hey, nee, ich sehe das nicht so. Man möchte vielleicht einfach nur, ja, den Stream nach vorne treiben, aber trotzdem vielleicht die DVD und Blu-ray weiterhin gut verkaufen? Lasst mir da auf jeden Fall gerne eure Meinung da. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr hier wieder eingeschaltet habt. Macht's gut und im nächsten Video, wie gesagt, da packen wir mal hier eine schöne Collectors Edition aus. Denn es wird mal wieder Zeit, sich mal über eine schöne Edition hier auf dem Kanal zu freuen. Ich danke euch auf jeden Fall, macht's gut und ciao. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Hinterlasst gerne ein Abo und aktiviert die Glocke.